Dankeschön, Taso, für die 28 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Und hallo, Sandstein. Aber euch geht's wieder gut, ne? Oh. Hallo Kali 2, wohlwollender Anführer, bitte verurteile mich nicht, aber ich wollte schon immer eine Mahlzeit aus Kot essen. Das bleibt unser Geheimnis-Chat. Das muss Kalle nicht wissen. Hallo Sandstein. Achso, wartet mal, wir wollen gar nicht noch die einfache. Wollen wir eine Opferstatue? Ah, was gibt es hier? Eine Vogelscheuche finde ich eigentlich ganz gut. Bei den Ackerparzellen. Das ist eigentlich eine ganz gute Sache, glaube ich. So, wo ist Kalle jetzt? Kali hat jetzt Kot gegessen und wir haben ihn dabei unterstützt, Kot zu essen. Das ist großartig. Was wir aber machen können, ist noch eine Doktrin vorlesen, Leute. Der ist nach unten weggerannt, wie es aussah. Ich wäre auch nach unten weggerannt. Gesetze und Ordnung, das klingt doch gut. Anhänger ermorden. Schalte die Anhängeraktion Ermorden frei. Eine einfache Lösung für viele Probleme, aber manche Anhänger empfinden das als verstörend, falls sie wach sind und es mitbekommen. Führe in deinem Tempel ein Ritual durch, mit dem du den Geist eines Anhängers auf eine höhere Ebene des Seins aufsteigen lassen kannst. Alle Anhänger halten Loyalität. Ich finde Anhängeraufstieg mega cool. Das will ich sehen. Das klingt viel geiler als einfach nur töten. Ein Anhängeraufstieg, finde ich. Also will ich meine Äumelchen nicht töten. Klingt wie töten mit Buffs. Ja, ist doch cooler. So, genau, da sehen wir uns unsere Doktrinen, die wir haben. Und dann würde ich eigentlich gern ein Ritual machen. Ah, da brauchen wir aber viel mehr Knochen. So, wo ist er denn? Ach, du bist wahrscheinlich wieder krank. Boah, du hast es geschafft, wahrlich. Du bist unmerklich. Ich bin dankbar, großer Anführer. Du bist halt krank, weil du Kot gegessen hast. Wir haben leider nicht genug Geld. Aber wir haben jetzt ein Gefängnis, das finde ich eigentlich ganz gut.
Das heißt, wir können jetzt ein bisschen besser reagieren, wenn jemand Mist baut. Wir brauchen halt viel mehr Betten immer noch, als wir haben. Ja, wir haben ja gar keine Pflanzen gerade. Aber er kriegt das schon hin. Nice, der hat auch ein Level up. Wir haben schon wieder eine Doktrin fertig, ey, holy shit. Es geht echt schnell gerade. Ja, macht das echt gut. Also das geht echt super, super schnell gerade. Und dann segnen wir hier noch den einen oder anderen so ein bisschen parallel mit. Und dann wird das richtig gut. Guckt euch das mal an. Noch einer, der fertig ist. Geil. So. Ach, wir haben gerade noch mehr Sachen bekommen. Ja, das Problem ist halt, ich brauche für alles Gold. Und Gold sammeln die mir gerade noch nicht zusammen. Ich kann nur Deko platzieren. Das hilft mir aber alleine halt noch nichts. Deswegen. Ja, das wird ein bisschen brauchen gerade noch. Lasst uns noch mal losgehen. Und schauen, ob wir noch was finden. Hast du etwas leichter gestellt? Nö. Warum sollte ich? Dankeschön, Tase, für die 28 Monate, by the way. Dankeschön. Wir sind ehrgeizig. Wir schalten nicht leichter. Ich muss besser spielen. Das ist die Lösung fürs leichter Schalten. Und mich nicht treffen lassen. Niemand hat's gesehen. Niemand hat's gesehen. Niemand hat's gesehen. Wir tun so, als wäre es nicht passiert. Niemand hat's gesehen. Ne, war 2000 Leute gesehen. Nein. Vergesst einfach wieder, was ihr gesehen habt. Das Spiel ist Weltklasse. Also ich würde echt behaupten, dass das eines der besten Spiele ist, das ich dieses Jahr gespielt habe. Das macht richtig Laune. Der unglückliche Leschi, jüngster der fünf, er büßt seine Augen ein. Die temperamentvolle Hackett mit ihrer sauber durchtrennten Kehle, der feige Kalamar, dem die Ohren von Haupte gerissen wurden, und Shamora, einst der klügste Kopf der fünf, bis dieser gespalten wurde. Nichts Böses sehen, sagen, hören oder denken. Jener, der wartet, hat dafür gesorgt. Oh. Ah. Wir sind vielleicht doch nicht so friedlich, wie wir gedacht haben. Wir sind vielleicht doch nicht so friedlich, wie wir gedacht haben. Aber gut, also ich meine, wir wurden ja auch enthauptet. Also die sollen sich mal nicht so anstellen. Uns ist das auch passiert. Und trotzdem sind wir jetzt dankbar.
Wenn die dankbarer wären, dann wäre ihnen das auch nicht passiert. Das funktioniert nicht, wenn ich das sage, ne? Das ist trotzdem brutal. Friedlich, du haust die ganze Zeit mit einer Axt auf arme, unschuldige Kultanhänger und Monster ein. Hä, ich wurde getötet. Kali 2 ist nicht mehr krank. Das freut mich, dass das Kotessen funktioniert hat. Das ist wirklich schön zu hören, Kali. Nahrung klingt immer gut. Ja. Man kann aus diesen Kamillen und so weiter später doch sicher Medizin oder so machen, oder? Eine Skala von 1 bis 10, was gibst du für das Spiel? Was gefällt dir sehr und was ist nicht so cool? Danke für den Feedback. Also für mich ist das Spiel bis jetzt eine klare 10 von 10. Es gibt nichts, was mir nicht gefällt an dem Spiel bis jetzt. Ich finde das Charakterdesign richtig gut. Was ist das für ein Symbol? Das sieht krass aus. Das gucken wir uns an, was auch immer es ist. Deine Besitztümer werden dich über den Tod hinaus begleiten. Oh! Das ist doch mal was Schönes. Ausnahmsweise mal. Es gibt wirklich nichts, was ich Negatives daran finde. Es ist halt, wie ich finde, ein sehr, sehr einzigartiges Spiel. Ich kenne kein Game bis jetzt, das so aufgebaut ist. Und es verbindet halt ein paar andere Genres ganz gut. Es fühlt sich ein bisschen an, wie wenn das Design von Don't Starve Together auf, ja, wie wenn Don't Starve Together auf so Hades trifft vom Spielen her. Es ist sehr, sehr cool. Und ich bin eigentlich nicht so, also ich mag Roguelikes, aber eigentlich nur so mit Maß und Ziel. Und ich habe bei dem Spiel gerade spontan Bock, 12 Stunden zu streamen. Was nicht heißt, dass ich 12 Stunden streamen werde, weil es wahrscheinlich zu warm ist dafür. Aber ich will auch einfach gerade überhaupt nicht aufhören, weil das Game einfach ultra geil ist. Der Fisch da. Und das ist halt ultra cool, weil man da halt, man geht halt irgendwie so um die Ecke und trifft lauter neue, lustige Charaktere aus dem Nichts heraus. So wie der Fischer. Hey Kleines, lass die Finger von meinen Fischchen. Es gibt nicht genug für uns beide. Der beste Ort zum Fischen ist bei der Pilgerpassage. Wo das ist, fragst du? Komm, ich zeig's dir. Oh. Pilgerpassage, geil. Dann können wir da jetzt vielleicht zukünftig fischen. Für Nahrung. Ich gehe ja schon, aber ich will die ganzen Fischchen haben. Das wollen wir haben. So, dann haben wir hier noch eine Tarotkarte. Jawoll. Noch ein böses Herz bekommen. Und damit gehen wir jetzt gleich in den Bossfight rein, glaube ich. Jawoll. Diesmal haben wir richtig viel Ressourcen. So, kurze Konzentration.
So. Ein einzelnes rotes Herz wurde geopfert. Alter, damit wir weitergehen können, müssen wir Zoll zahlen. Dafür wurde der Waffenschaden erhöht. Ja, finde ich trotzdem nicht gut. Weiß ich echt nicht. Also, es hat jetzt nicht unbedingt sein müssen, finde ich. Aber vielleicht kriegen wir hier noch eine gute Karte, die uns wieder Leben gibt. Trotzdem Chance, keinen Schaden zu bekommen. Gott, ich hätte so gern ein Leben mehr. Ich fühle mich sehr nackt, auf diese Art und Weise in den Teamfight zu gehen. Noch mal ein halbes Leben gerade verloren. Es wird immer schlimmer. Na gut. Hat sich von deinem Glauben umgekehrt und verbreitet Unwahrheiten. Oh, ich weiß, wer gleich ins Gefängnis geht, wenn ich nach Hause komme. Oh. Davor habe ich Angst. Ja, das Vampirschwert hat potenziell einen Life Leech, aber ich finde Gift stärker tatsächlich. Es wäre ja zu leicht, wenn es ein One gegen One gewesen wäre. Ich hab dich langsam satt, kleines Lamm. Wird Zeit, dieser albernen Maskerade ein Ende zu bereiten. Das wären jetzt fette, hässliche, große Viecher, oder? Oh, es wird ein fettes, hässliches, großes Viech. Okay.
meine Finger sind schweißgebadet. Das war first try, ne? Holy shit. Dankeschön für den Raid Seal Kicks. Das ist sehr nett. Dankeschön, Drivana, für die 20 Monate. Und das war der erste Boss auf dem schwersten Schwierigkeitsgrad im First Try. Heilige Scheiße, das hätte ich mir selber nicht zugetraut. Wie kannst du so lange spielen, ohne zu atmen? Der Kult, Soto. Sauerstoff ist was für Ungläubige. Ein Hit habe ich kassiert, tatsächlich. Ich glaube, ein Hit war es, den ich bekommen habe. Ah, ich würde es mit Controller auf jeden Fall spielen. Das ist empfehlenswert. Ich freue mich gerade mega, dass wir das geschafft haben. Das ist super cool. Du hast das schlagende Herz eines Ketzers erhalten. Die rote Krone kann dieses Herz verzehren, um neue Kronenfähigkeiten freizuschalten. Geh zum Altar deines Tempels, um ihre wahre Macht zu entfesseln. Oh. Ein Hit von den Ads. Ja. Einmal habe ich ein bisschen. Ich bin ultra proud gerade. Das hat ultra viel Spaß gemacht, der Teamfight auch. Leshy-Trophäe. Sehr, sehr hübsch. Jetzt können wir auch kleine Schweinchen haben. Nee, das war eine Kuh, glaube ich, kein Schweinchen. Ist hier noch irgendwas dahinter? Ich habe mal eben die Leiche wegbewegt, damit ich noch mal ganz kurz sehe, ob noch irgendwo was ist. Aber ich glaube, wir sind soweit sonst durch. Hier sind noch Knöchchen und that's it. Ah, geil. Auf den Wind erstmal eine Code-Mahlzeit. Alter, wie viele Sachen wir gerade bekommen haben. Leshy wurde von dir hinweggefegt wie ein Sandkorn von einer Flutwelle. So. Ich glaube, der ist stolz auf mich. Hallo Roman, ich glaube, der ist stolz auf mich. Was ist ein Hirte ohne seine Herde? Ein Horte? Hirte ohne Herde? Warum sind nur drei hier, um mit mir zu feiern? Okay, die sind alle noch da. Ich wollte gerade schon sagen. Okay, wir müssen erstmal Essen zubereiten. Ja, ich bin gleich. Was möchtest du von mir, Foxalina? Große Anführer, wir können uns nicht allein auf deine Kreuzzüge stürzen, um Holz und Stein zu gewinnen. Lass uns einen Holzplatz und eine Steinmine bauen, damit du durch unseren Schweiß und unsere Mühsal reich an diesen Ressourcen wirst. Okay. Lass mich reich an Ressourcen werden. Der da. Da. Da hast du jetzt Zeit, wieder darüber nachzudenken. So, Opferstatue, Holzplatz, Steinmine, Missionar. Holzplatz finde ich schon mal gut. Wen habe ich da gerade weggesperrt? Ich habe gerade gar keine Zeit zu gucken, wer das war. Also ich gucke gleich auf jeden Fall nochmal. Aber... ich muss mich ganz kurz erstmal um Essen kümmern. Wenn ich mich um Essen gekümmert habe, dann gucke ich gleich, wen ich weggesperrt habe. Aber wir brauchen erstmal Nahrung. Weil meine Leute sind am Hungern. Alle kommen, meine kleinen Schäfchen. Und alle Hunger haben. Ja. Ich sorge gut für euch, kleine Schäfchen. Ihr müsst nur in mich vertrauen.
Ihr müsst nur in mich vertrauen. Kannst du es empfehlen, das Spiel ist großartig. Ach Mensch, der eine wurde hungrig weggesperrt. Kann ich ihn füttern? Ja, das wird er schon aushalten. Irgendeiner hat sich da gebrochen. Ich habe das Gefühl, das Fischfutter war nicht ganz optimal. So. Weg mit dem Dreck. So, und dann wird noch mal gekocht. Okay. Oh. Und dann haben wir jetzt hier auch genug für die Steinmine. Geil, haben wir das auch geschafft. Okay, dann wollen wir auf jeden Fall eine Predigt machen. Dankeschön, Jeffy, für den Sub übrigens. Dann ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön und hallo, Tenchi. So. Fluch der Eifer der Rechtschaffenden erhöht den Gesamtmenge deines Eifers, um einen weiteren Fluch wirken zu können. Auf dein Kreuz hauchen 3 neue Flüche auf. Lass uns erstmal das mit dem Eifer nehmen. Ich habe das Gefühl, der Eifer fehlt eher. Und damit bin ich noch mächtiger geworden. That's beautiful. So, und dann... Ich habe heute bereits eine Predigt gehalten. Ja, ich will auch keine Predigt halten. Ich will das Herz verzehren. Aber ich habe das Gefühl, das ist erstmal eine Doktrin. Arbeiten und beten. Jenseits. Machen wir was mit dem Jenseits. Alle Kultilten müssen glauben, die Eigenschaft Glaube an Opfer. Alle Kulturmitglieder erhalten die Eigenschaft Glaube ins Jenseits, verlieren nur minus 5 statt 20 Glauben, wenn ein Kulturmitglied stirbt. Wollen wir Kultisten opfern? Boah, das weiß ich nicht. Wäre halt krass, wenn man Probleme einfach loswerden kann durch eine Opferung. Seid brav, kleine Lämmchen. So, und jetzt können wir... Da könnten wir jetzt quasi einen... Aber das ist ja Mord, oder? Also jemanden aufsteigen lassen, ist doch Mord. Lasst uns lieber tanzen, erstmal. Ich bin noch nicht bereit, jetzt jemanden zu opfern. Ich brauche die kleinen Arbeiter. Das Eis reicht doch erstmal. So. Was wir jetzt noch tun können, ist erstmal eine Steinmine bauen. Na, 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 na. Okay, wir wollen das erstmal anders machen. Wir wollen Gebäude bearbeiten. Ich will das hier nach unten bewegen. Wir essen zukünftig hier unten. Und dann wollen wir die
Steinmine hier noch oben bauen, weil hier oben sind auch die ganzen Lager. Also hier ist auch das andere Lager quasi. Deswegen bietet sich das eigentlich an, das da oben hinzusetzen. Und neben dem Steinding fehlt mir noch das Holzding. Wobei, haben wir auch nicht genug Holz? Oh. Er tut mir halt so leid, weil er da einfach so hängt. Also er tut mir richtig leid, dass er hier so am Hängen ist. Es fühlt sich eigentlich nicht richtig an. Ach, das kann man fangen. Oh, und dafür kriegt man dann Fleisch. So. Bist du ready, dass ich dich wieder freilassen kann? Ist der wieder gut? Ich weiß gar nicht. Ich weiß nicht, ab wann. Blumen. Mal Farmen bestellen. Woher weiß ich denn, ab wann der wieder ready ist? Ach, Totenbelohnungen. Holz, 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 Holz. Stein ist auch cool, aber Holz hätte ich echt dringender gebraucht gerade. So, warum hat jemand hat in den Altar gekackt? Digga. Einfach in den fucking Altar gekackt. Wenn die Augen nicht mehr rot sind, okay. Das war bestimmt der Ungläubige. Heiliger Stuhl eben. Geil. Damit ist das schön hochgegangen. Ach, wir können gerade noch kein Kronenopfer machen. Ich kann das Herz opfern, um hier was zu bekommen. Erhalte zu Beginn eines jeden Kreuzzugdurchlauf ein krankes Herz. Fokussiere deinen Geist, während du auf einen Kreuzzug bist, um sofort zum Basislager zurückzukehren. Nimm täglich eine Mahlzeit ein, um ein blaues Herz zu bekommen. Ich will Allgegenwärtigkeit haben, weil dann kann ich einfach zurückreisen, wenn ich das Gefühl habe, ich schaff's nicht mehr, ohne alle meine Ressourcen zu verlieren. Das ist ultra strong. Du hast eine neue Kronenfertigkeit freigeschaltet. Fokussiere deinen Geist, während du auf einem Kreuzzug bist, um sofort zum Basislager zurückzukommen. Ja, mega geil. Schisser, ja, auf jeden Fall. Ich bin ein Riesenschisser. Ich glaube, ich brauche 15 Holz, damit ich das Ding bauen kann. Und jetzt müsste ich es eigentlich bauen können, das Holzlager. Geil, du bekommst einen neuen Job. Erstmal bekommst du einen Segen. Und dann bekommst du auch noch Arbeiten. Ich möchte, dass du an der Farm arbeitest. Weil uns hier gerade schon wieder mega krass das Essen ausgeht. Wir wollen das alles düngen und zum Laufen bringen. Weil uns echt alles Mögliche fehlt hier. Dünger, Dünger. Und Kalle, ne?
den Dünger nutzt man zum Düngen, nicht zum Essen. So. Da glaube ich gerade etwas ein bisschen zu früh aus, ne? Ja, das gibt jetzt nur ein Holz, weil es nicht fertig ist. Aber das ist ja nicht schlimm. Okay, das sieht ja eigentlich alles erstmal ganz fein aus. Dich kann ich heute noch nicht wieder umerziehen. Aber das ist erstmal nicht schlimm. Das sieht alles ganz gut aus. Zuerst mich groß an für euch, ich bin ewig dankbar. Ah, stimmt. Wir haben ja noch eine Quest abgeschlossen. Das hatte ich ganz vergessen. Nice. Nice. Die werden alle sehr treu gerade. Das finde ich eigentlich alles sehr schön. So. Also irgendwo ist auf jeden Fall auch noch richtig Dreck, weil da oben ist dieses, das Keimrisiko, ja, ist immer noch da. Deswegen, daran sieht man immer, dass auf jeden Fall noch irgendwo Scheiße liegt. Und ach genau, und dann können wir jetzt hier nochmal gucken. Ne, haben wir nichts mehr. Okay. Dann lass uns mal gucken, was wir bei dem Fischerbereich machen können. Weil bei dem waren wir ja noch gar nicht. Vielleicht kriegen wir da ein paar Fische her. Anhängerform kaufen. Können wir Hasen haben? Süß. Erstmal ein paar Ressourcen klauen. Alles, was irgendwie geht mit Ressourcen klauen. Weil wir sind hungrig. Wir brauchen alles an Ressourcen, was wir kriegen können. Das fängt ja schon mal nice an mit den ganzen kostenlosen Rohstoffen. Ja, wir müssen auch gleich gucken, was der Twitch-Chat mir gleich auch noch beschert hat, ne? Ihr habt ja auch wieder rein investiert. Mit Zuschauerzeit. Und da müssen wir auch gleich noch mal gucken, was das tut. Die Zuschauerzeit. So. Einmal will ich hier rein. Was? Wer wagt es, unser heiliges Haus des Lichts zu betreten? Verzeihung. Es ist nur so, dass der Leuchtturm immer dunkler wird, egal wie stark wir beten. Und es zerstellen in einem Fort Schiffe an den Felsen. Keine Schiffe, das bedeutet keine neuen Pilger, die dem heiligen Pfad folgen. Wenn Rose unsere Anführerin hier wäre, sie wüsste, was zu tun ist. Wir haben sie nicht mehr gesehen, seit sie letzte Nacht auf dem Pier spazieren war. Ist das ein Axolotl? Wir flehten sie an, nicht zu gehen, denn wir alle wissen von den Zähnen im Dunkel, aber sie wollte nicht hören. Jetzt haben wir keine Wahl, als zu beten, bis der Leuchtturm wieder ausstrahlt. Hochliebe das mächtige Licht. Wie kann ich den reparieren? Ach, wir brauchen 15 Holz. Das ist die Reparatur, von denen Sie sprechen. Ich
Sieh mal, was die Flut angeschwemmt hat. Was stehst du so rum? Glaubst du, dass ich für dich angeln werde? Ich bin nicht einer deiner hirnlosen Gefolgsleute. Ach geil, dann können wir auch selber fischen hier. Oh Gott. Oh Gott, Fischen ist eine Katastrophe. Also doch nicht so nutzlos. Hörst du, vielleicht können wir einander helfen. Ich habe in meinem Leben zufälligerweise einige extrem wertvolle Schätze ergattert. Dinge, für die ein Fisch wie ich, also ein Fischer wie ich, keine Verwendung hat. Aber für dich, nun ja, du siehst aus, als würdest du wertvolle Dinge mögen. In diesen Wellen lauern die am schwersten zu fangenden Biester, die jemals gelebt haben, und ich versuche es schon seit Jahren. Wenn du sie fangen kannst, gehören diese Schätze dir. Fangen wir eine Krabbe, einen Hummer, einen Oktopus und einen Tintenfisch. Nimm das als Zeichen des guten Willens zwischen Nichtfischfreunden. Ich habe keine Chance, das zu schaffen. Es ist möglich, das Gegen einen Fisch hinterlassen. Geil. Ein kleines Lamm, ganz allein, vorsichtig, du weißt nie, was in der Nacht lauert. Und doch rieche ich bei dir keine Angst. Wie seltsam. Ah, ich verstehe, du trägst die rote Krone. Ich kannte deinen Vorgänger, er war ein schwaches und kriecherisches Geschöpf. Nicht so wie du, würde ich meinen. Ich bin ein Lamm. Kleines Lamm, du hast schon mal einen Pakt geschlossen. Wie wäre es mit einem anderen? Fürchte dich nicht, ich werde dich nicht um so etwas Kostbarem bitten wie deine ewige Knechtschaft. Ich bin hungrig, sehr hungrig. Ich habe einen Mordshunger. Ich will einen Fisch, einen großen Fisch. Und ich gebe dir was im Tausch. Bist du einverstanden? Ich habe ein Gummibärchen verloren. Kluge Kreatur, nimm das und sie weg, ja? Ich fürchte, ich habe etwas unappetitliche Essgewohnheiten. Du wirst mir hier nicht mehr begegnen, aber unsere Wege werden sich an anderer Stelle kreuzen. Moment des Zufalls im Dunkel der Nacht. Was habe ich jetzt bekommen dafür? Oh. Es sieht auf jeden Fall krass aus. Was auch immer es ist. So. Hier sind wir nochmal. Hier kann ich auf jeden Fall schon mal eine Krabbe geben. Kneif mich mal, ist das eine Knabe? Krabbe? Jawohl. Oh, noch so ein Ding. Dankeschön, Anna, für die 12 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Ist der große Fisch der Angler? Nee. Gott sei Dank, das wäre sehr makaber. Kann ich den Baum hacken? Ja. Wir müssen gleich wieder zurück kochen, sonst verhungern meine Anhänger. Die schaffen das alleine nicht. Aber wir können hier das Feuer reparieren. Keusch, unsere Gebete wurden erhört. Danke dir, O Leuchtender, dass du uns das Lamm zu unserer Rettung geschickt hast. Jetzt werden die Pilger wieder an unsere Küste zurückkehren. Und das Licht wieder zu entfachen, verpflichten wir uns dir. Wir sind deine unwürdigen Diener, mächtiges Lamm. Wir werden dich und dein großes Licht an diesem Schrein anbeten. Bitte sonne dich in unserer Verehrung. Praktisch. Geil. Betet mich gern weiter an. Wir unterwerfen uns, O Lamm des Lichts. Oh mein Gott. Die sitzen jetzt alle hier. Und jetzt kriege ich hier Tarotkarten. The fuck? Ich hab nicht genug. Was ist das? Dekosachen. Ich kann mir das alles nicht leisten. Aber jetzt weiß ich auf jeden Fall, wo ich Dekokram kriege. Das ist doch auch was. Es ist echt süß. Dankeschön übrigens, Anna, für die 12 Monate. Und ganz viel Spaß hier weiterhin.
Also wir brauchen unbedingt eine... Ja, die brauchen wir, aber ich habe nicht genug Geld dafür. Aber wir können auch ein neues... Eine neue Belohnung. Essen. Essen ist richtig geil. Oh. Oh, Leute. Essen ist richtig cool. Heilige Scheiße. Da habt ihr was richtig Gutes gemacht. Essen ist richtig gut. So. Noch ein bisschen Glauben sammeln. Geil. Und wir haben eine Doktrin. Nee, warte mal. Wir müssen zur Krone, weil wir können eine neue Doktrin erschaffen. Ja, ja, den zum Knast, die muss ich auch gleich noch gehen und gucken, ob wir den wieder freilassen dürfen mittlerweile. Besitztümer haben wir noch nichts. Ist Geld die Wurzel allen Übels oder enthält das wahre Böse es von mir? Den Zehnten abnötigen. Schalte die Anhängeraktion den Zehnten abnötigen frei. Sammle einmal täglich von einem Anhänger ein. Schalte den Anhänger bestechen frei. Und wir wollen den Zehnten abnötigen. Wir wollen unseren Anhängern Geld klauen dürfen. Auf jeden Fall. Und wie sie sich drüber freuen. Na super. Hallo, kleiner Mann. Sehr schön. Er hat wieder Bock auf uns. Jetzt kriegst du noch einen Segen, dann kriegst du auch wieder gute Laune. So, was haben wir da? Leckere Fischmahlzeit. Miese Fischmahlzeit. Nee, wir wollen, wenn dann nur eine leckere Fischmahlzeit. Dann können wir auch... Ja, wir machen alles einmal. Mit dem Risiko, dass es nicht gut ist. Aber unsere Anhänger haben auch immer Hunger. Wirklich zu jedem... Guckt mal, wie sie alle kommen. Wie die Geier laufen sie los. Weil sie alle Hunger haben. Nein, ich habe meine Anhänger gerade nicht als Geier betitelt. So. Ich habe halt nicht genug Geld, glaube ich, um... Doch, ich habe genug Geld, um noch mehr Betten zu bauen. Und dem kann ich ja mal... Ach, mir fehlt Holz. Mir fehlt gar kein Geld. Ja, das ist blöd. Holz kann ich nicht einfach so auftreiben. Dann müssen wir ja noch mal loslaufen, tatsächlich. Bessere Fragen, hast du uns gerade als Geier betitelt? Nein. Das würde ich niemals machen. Opferstatue. Ich glaube, da können wir Sachen opfern. Was ist das da oben? Raffinerie, Missionar. Missionar klingt erstmal cool. Schicke deinen Anhänger auf eine heilige Mission, um neue Anhänger zu rekrutieren und Nahrung, Holzstein und Gold zu sammeln. Nur falls sie es lebendig zurückschaffen. Aber das klingt doch mal ganz gut eigentlich.
Das klingt nach etwas, was wir brauchen könnten. Nur können wir es uns nicht leisten, es zu bauen. Aber theoretisch gesehen klingt das ganz gut. Guck dir mal, und da können wir einen richtig schönen Weg hier hinbauen. Da können wir richtig fetten Ziegelboden und alles danach bauen. Da ging ich ganz cool. So. Ja, wir haben nicht genug Holz, wir müssen nochmal losgehen. Es hilft nichts. Es hilft nichts, wir müssen nochmal los. Let's have a look. So. Das ist unser nächster Eingang. Die Frage, die sich mir stellt, ich kann aber immer noch hier rein, ne? Ja, ich kann immer noch hier rein. Die Winde des Wandels wehen, spürst du es nicht? Um uns herum knarrt und dreht sich die Welt. Früher verharrte sie unbeweglich, unbewegte Jahrhunderte setzen Rost an. Nun ist Leschi gefallen und jetzt beginnen die Bewohner dieses Landes ihren Kampf um Macht von Neuem. Du wirst sie dieses Mal nicht so leicht loswerden. Oh. Das ist stärker geworden. Ich dachte, es wäre leichter geworden. Aber ich habe auch Krallen des Todes, ey. Junge, die kriegen ja gar keinen Schaden mehr von mir. Holy shit. Okay. Aber zumindest haben wir Knochen des Todes. Ich habe halt kein Tiering beim Spielen. Deswegen weiß ich nicht, was ich halt da, also ich habe halt kein Tiering, während ich spiele. Deswegen ist für mich ein bisschen schwierig nachzuvollziehen. Oder ich bin zu dumm, es zu sehen. Dankeschön, Nurien, für die 16 Monate. 16 Monate, das werden wir. Danke für alles. Es macht unglaublich Spaß, dir hier zuschauen zu dürfen. Dankeschön. Danke fürs Zugucken, Nurien. Dankeschön für den super krassen Support. Danke fürs Dabeibleiben. Und danke für die sehr, sehr lieben Worte. Ich bin in den Rhein gesprungen. Wie hat es bereit für eine weitere Predigt? Ja? Ich bin auch bereit, gleich wieder eine Predigt einzugehen.
Aber gerade haben wir einen recht guten Lauf hier an der Stelle. Und ich würde den gern ungern beenden wollen. Weil wir gerade echt ordentlich sammeln. So, da kriegen wir nämlich einen neuen Anhänger. Oh, ein Einhorn. Süß. Ein kleines Einhorn. Macht euch schon mal ready, Leute. Gleich kann einer von euch ein Einhorn zurück zu uns rekrutieren. Ein Einhorn, das sehr viele Leute getötet hat. Aber das macht ja erstmal nichts. Gehen wir zum Fragezeichen. Oh. Ach, jetzt kann man mit dem Ding auch reisen. Cool. Das heißt, ich könnte hier an der Stelle jetzt eigentlich sehr gemütlich kurz zurückgehen. Was eigentlich ganz nice. Oh. Ich hab dich langsam satt, kleines Lamm. Kann ich den jetzt nochmal töten? In plus eins. Oh nein. Ich kann das. Ich hab keine. Ich. Also. Nein. Nein, 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 nein. Das wollte ich gerade nicht. Ich bin mal weg hier. Dankeschön, Tinixi, für den Raid. Vielen lieben Dank. Ich muss erstmal mich um mein kleines Zuhause kümmern. Wir machen den gleich nochmal. Aber wir haben hier erstmal andere Fokusse zuerst. So. Fokus Nummer 1. Danke nochmal für den Raid. Hallöchen an alle. Und dann wünsche ich euch viel Spaß. Jetzt könnt ihr wieder einen neuen Rekruten zu uns dazu holen. Let's go. Während ihr versucht, hier weiter reinzugucken, gehe ich mal ganz schnell Pipi machen, weil ich muss echt dringend Pipi machen. Gesagt, dass ich ein bisschen länger mache heute und dass wir nicht um 20 Uhr aufhören, weil ich so viel Spaß habe, ich will noch nicht aufhören. So, Ziehung beenden. Wir machen ein bisschen länger heute. Dankeschön, Jasoni, für die 3 Monate. Dankeschön, The Real DK, für die 14 Monate. Vielen lieben Dank dafür. Und Dankeschön, Turtle Squad, für die 100 Bits. Und Leonie, viel Spaß beim Charakterstellen. Du musst übrigens kein Einhorn machen, ne? Du kannst, du musst nicht. Fühl dich nicht gedrängt. Wir machen heute noch ein bisschen länger. Das macht einfach viel zu viel Spaß. Und Dankeschön, The Real DK, für die 10 Subs und ganz viel Spaß hier weiterhin. Vielen, vielen lieben Dank für den Support, ihr Lieben. Dankeschön für die Unterstützung und wir haben ein lila Einhorn dazu bekommen.
dass Keimphobiker ist, ungläubig, und starke Verfassung. Das ist aber cool. Ja, ich freue mich.